Was geht, Bros? Hier ist Nyx. In the house, my man. Yo, voll der fette Freestyle gerade eben. So, jetzt haben wir jetzt gerade hier noch bei der letzten Folge die aufgehört bei der vor der Schlacht von Mordor. Ihr kennt jetzt sicherlich alle Herr der Ringe und das ist die Schlacht von Mordor. So, jetzt müssen wir erstmal hier zu unseren Kameraden. Gehen wir mal zu denen. Mal schauen, ob wir denen irgendwie helfen können. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ach so. What the fuck? Ach so, wir müssen uns immer in Deckung begeben. Ja! Oh no, 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 go, 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 go! So, Alter. Okay, also wir haben nicht mehr so viele Chancen. So, jetzt aber rennen. Und tot. Die rennen da, die laufen da ganz schön gechillt, so als wäre da nichts, ne? So als würden die da überhaupt nicht irgendwie so Bomben hageln oder sowas. Nö, warum denn? Ah, ich weiß nicht, wo soll ich hin? Ich glaube, jetzt nach da in die Richtung. Und bitte, 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 bitte. Jawohl! Nein! So, hier verstecken. Und Scheiße! Runter! Los, runter! Oh, ich muss in die ganz andere Richtung, ich Idiot. Oh, jetzt bin ich aber kurz vor dem Sterben. Scheiße! Was mache ich jetzt? 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 Kann ich euch auch töten? Ey, wir haben gar keine Chance hier, ne? Wir werden definitiv sterben. Oh, egal, einfach mal rennen. Und tot. Das war doch sowas von klar hier, ne? Da muss man jetzt überlegen und überlegen ist meine Schwäche. Also ich kann da jetzt nicht einfach so durchrennen oder durchrushen oder sowas, ne? Hier schön überlegen, wie mache ich das am besten, ne? Okay, erstmal gehe ich hier hin. Und dann gehe ich nach da, lauf nach da und dann bin ich da. Die schießen! Okay, jetzt hier verstecken, dann hinter diesen Stein da verstecken. Immer weiter nach vorne. Das gibt's nicht. So, okay. Jetzt renne ich mal zu dem Stein und versuche dann zu dem Stein nach da unten zu kommen. Okay, okay, die haben geschossen. Okay, soweit habe ich's jetzt. Los, runter! Warten, jetzt schieß. Verschuss, Achtung! Okay, und rennen, 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 und rennen. Da. Okay, gut, 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 ist soweit sind wir. Wir haben es schon so gut wie geschafft. Es geht los! Erstmal warten, bis die geschossen haben. Okay, die haben geschossen. In Deckung! Nein, 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 nicht in Deckung. Einfach weiter. Rennt! Renn, renn, renn! Renn, Ezio, nicht Ezio, Connor, renn! Leck mich am Arsch, ihr Arschlöcher, ihr könnt mich mal! Ihr kommt doch eh nicht hinterher! Weil ihr einfach Lutscher seid! Hui! Oh, scheiße, ich muss nach da oben irgendwie, ne? Oh, Mist, Mist, Mist! Was mache ich denn jetzt? Ah, renn doch hoch! Und spring! Genau, so wollte ich's. Hopp! Und los! Genau, immer schön klettern! Jetzt hänge ich da irgendwo. Ah, scheiße, wo laufe ich lang? Ah, genau da, da. Hopp, hoch, hoch, hoch. Die treffen dich nicht, die treffen dich nicht. Und wenn sie dich nicht treffen, dann hast du es schon so gut wie geschafft. Guck mal, du hast es gleich geschafft. Jawohl, wir haben es geschafft hier. Und jetzt müssen wir nach da hinten und müssen John Pick nehmen. Pikmin oder wie auch immer eliminieren. Jetzt fehlt am Spiel. Nein, jetzt schon wieder. Oh, ich renne jetzt einfach mal weg hier, ne? Ich meine, ich töte ihn jetzt einfach mal. Yeah.
Hopp, töte ihn jetzt! Töten! Wir haben richtig Lust zu töten. Wir haben... Oh, Alter. Denkt ihr wirklich, du kannst dich mit mir anlegen? Nie im Leben kannst du sowas von harzen, Alter. Ah, Alter, das sind so viele. Ey, was mache ich denn jetzt? Das sind viel zu viele. Oh, ich muss den eliminieren irgendwie. Ah, abfuck. Nein, nicht runter. Hopp, aber jetzt. Hier geht's um Leben oder Tod. Ja, nee, wenn er auf dem Boden liegt, nö, nö, nö. So lieb ist er noch, ne? Sag mal, wo kommen die denn überall her, ey? Willst du mich verarschen? Oh, das schaffen wir jetzt noch, ne? Das schaffen wir. Oh, jei. Das geht richtig zur Sache, ne? Oh, das war aber knapp, ey. Das war aber richtig knapp. Nein! Ey, wir haben es beinahe geschafft. Wir haben es beinahe geschafft. Ey, wir haben es fast geschafft. Nein, und dann... Nö. Du Arschloch. Nee, dich lasse mal nicht gewinnen. Nee, dich lasse mal nicht gewinnen, du Arschloch. Ganz schön Kreise! Dreckspart! Kleines Arschloch! Nee, ich lasse mal nicht gewinnen! Ist doch so ein Dreckspasti! So, okay, einen haben wir schon mal. Wir müssen irgendwie taktisch vorgehen, ne? Wir können nicht einfach so sinnlos da jetzt vorrennen und den töten, weil... Das dauert so oder so eine Zeit lang. Also wir sind in einem Sperrgebiet. Wir haben uns jetzt hier im Grünzeug versteckt. Und ich gehe jetzt gerade mal hier rein. Ja, ficken. Leckt mich doch am Arsch, ne? So, jetzt springe ich mal nach da unten. In der Hoffnung, dass nicht jeder hinterher rennt. Und natürlich rennt jeder hinterher. Jeder Vollspast. Natürlich, aber... Ey. Ich weiß es gar nicht. Oh, wo bin ich denn? Ich bin der Gutaussehende da. Okay, gut. Ficken! Jetzt aber ordentlich hier. Wir müssen jetzt hier richtig, richtig brutal. Okay. Das ist Abfuck. Wir müssen irgendwie den John. Den Johnny da umbringen. Okay, und dich töte man jetzt. Okay, dich haben wir jetzt schon von hinten gekillt. Läuft eigentlich super. Töte den doch, wo der liegt. Ha! Wie geil war denn das, Alter, wie wir den getötet haben, ey. So, jetzt sind wir ganz alleine, Johnny.
Satanias, was willst du jetzt, ne? Was willst du jetzt? Kriegst ein paar auf die Fresse und dann landest du wieder auf dem Boden, ne? Und dann kriegst du wieder ein paar Schellen von mir. Und jetzt habe ich auch gerade eine Schelle von dir bekommen. Das finde ich überhaupt nicht cool, ne? Schön wieder, hopp, wieder schön ein Kassiertaste gerade eben, Johnny. Aber richtig brutal. Du legst dich mit dem Falschen an. Ich mach dich hier richtig nass. Siehst du ja, wie ich dich schon nass mache? Hier oben links sieht man das richtig, wie ich dich fertig mache. Wie ich dich zerstöre, Johnny. Johnny Pac-Man. Und tot bist du. Siehst du, Johnny? Johnny, du bist tot, Alter. Johnny, ha! Johnny! Oh, jetzt brauche ich erstmal einen fetten Johnny, ey. Habt ihr verstanden? Ey, Johnny, du hast keine Chance. Johnny, Johnny, Johnny. Und dann, ja, jetzt brauche ich erstmal einen dicken, fetten Johnny. Habt ihr verstanden? Versteht ihr? Ja, yeah. Geil, oder? Warum hast du das getan? Weil ich Johnny haben will. Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Nö, eigentlich nicht. Nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das Alter, der dicke, fette Nasenlöcher, ey. Heftig, deftig. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Oh, fast eine fette Nasenlösche. Boah, ich quatsch die ganze Zeit, ey. In Luftschlössern leben. Luftschlösser, Luftschlösser. Ey, wir sind ein Ochs hier. Arschloch. Wir sterben. Requies Katipace. Ey, Bro, das heißt Requies Katipace. Und abbauen. Jetzt aber hier schnell fliehen. Schnell von den Rotröcken fliehen. Lalala, so, wer liegt denn da jetzt? Ist das denn einer von uns? Das ist auch einer von... Ey, das sind gute von uns. Das sind gute von uns. Nein! Ihr dürft nicht sterben. Ihr habt es nicht verdient zu sterben. Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtiger. Oh ja, aber ich will am liebsten jetzt nach New York gehen, ey. Weißt du das? Jetzt hab ich dazugehört, scheiße. Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Hä? Ey, ich hab nix gedrückt, ne? Ich hab nix gedrückt. Ich hab wirklich nix gedrückt und dann auf einmal bam, weg. Was soll denn das? Wollen die mich hier verarschen? Wollen die mich? Verarschen wollen die mich hier, ne? Und wir haben Sequenz ihm beendet. Wow, ne? Schlecht, Herr Specht hier, ne? Und die Schlacht von Mordor haben wir fast geschafft. Okay, und was ist jetzt? Geht's jetzt weiter? Oder? Ah, ja, jetzt geht's weiter. Hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt. Ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Na, endlich ist der auch mal fertig. Der quatscht der echt, immer wenn eine Sequenz vorbei ist, quatscht der echt so stundenlang. Und jetzt sind wir hier wieder bei der Davenport-Siedlung.
1776. Und wir haben schon einen getötet. Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung. Kannst du voll knicken, ey. Ich behalte die Sachen schön und den Umhang und die Gruft behalte ich auch. Alter Mann. Was geht denn jetzt? Wo rennt er hin? Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Jawohl, nach New York! Meine City, meine Stadt, mein Bezirk, meine Viertel, meine Gegend und ich bin einfach so behindert und ich höre einfach nicht mehr auf zu Behinderten zu sein. Oh yeah, ich mache jetzt weiter und ich mache jetzt over. Die Folge ist hier aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschaußen!